Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind gerade live auf Twitch und schauen uns den Livestream an, der gestern veröffentlicht wurde. Also gestern gab es ein The Sims 4 Horse Ranch Pack Livestream. Und wir haben gerade schon ganz kurz drüber gesprochen, dass die das ja auch aufgezeichnet hatten und die Aufzeichnung live gestreamt haben. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte nämlich, das wäre live. Aber es war tatsächlich eine Aufzeichnung, die sie dann live gestreamt haben. Ich werde das jetzt mal mit euch zusammen nochmal durchgehen. Wir werden uns den Stream jetzt nicht im Detail anschauen. Also wenn ihr euch den kompletten Stream nochmal in Ruhe anschauen möchtet, dann am besten direkt bei The Sims vorbeischauen. Wir gehen es ja zusammen on-stream mal durch. Ihr werdet hier unten auch schon ganz lieb von den Zuschauern begrüßt, die gerade live dabei sind. Und wir machen jetzt, nachdem wir alle ungefähr eine Nacht drüber geschlafen haben, für die, die es schon gesehen haben, reflektieren wir das jetzt nochmal. Und ich habe gerade gesagt, dass ich es schon ganz cool finde, dass hier verschiedene Rassen sind, die man auswählen kann. Genauso ist es ja auch bei Hund und Katze, dass man halt da verschiedene, ja, Rassen wählt. Ich bin mal gespannt, ob da alle Rassen dabei sind, die ihr für euch wünscht. Also, ja, weil ich bin jetzt, also ich habe es ja schon mal gesagt, dass ich jetzt nicht so mich auskenne mit Pferden. Ich bin da jetzt nicht so tief drin und weiß einfach gar nicht so genau, was es alles für Rassen gibt. Ich weiß nur, dass es verschiedene Farben gibt und so. Und dann bin ich da tatsächlich auch schon fast raus. Aber da steht jetzt zum Beispiel auch gerade Australian Stock Horse. Also ich bin mal gespannt, ob ihr diese Rasse kennt und ob ihr euch da, ne, auch ein paar Rassen raussucht, die ihr, ne, selbst vielleicht habt oder selbst schon mal geritten seid oder. Schreibt mir das auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare oder auch in den Chat rein. Würde mich sehr interessieren. Genau, aber das finde ich ganz süß, dass es da halt so verschiedene Rassen gibt, die man auswählen kann. So vorgefertigte Pferde, damit ich mich da auch zum Beispiel nicht so schwer tue. Finde ich ganz süß. Dann verwandelt sich auch der Kopf und so vom Pferd. Und die Friese, voll süß. Also die Animation finde ich auch sehr schön. Mache ich, Ace, Moment. Ah ja, jetzt sehe ich es auch. Warte, ich schau mal. Ja, danke schön. Gut Call. Habe ich noch drin. Danke dir. Der Körperbau ist bei den einzelnen Rassen auch unterschiedlich. Richtig toll. Mhm. Ja. Das finde ich halt auch cool, dass es so viele. Das meine ich mit Springen. Die springen so random hin und her und das macht mich total nervös. Also, wenn wir am 20. live auf Twitch uns das Pack anschauen, wenn es released ist, werde ich sehr systematisch durchgehen. Also, ich werde euch einen. Ich habe direkt Pläne in meinem Kopf, wie genau ich euch das Pack dann vorstellen werde. Also es wird sehr systematisch sein und nicht so random durchgeklickt. Also das macht mich ganz nervös, wenn ich das immer sehe. Auf jeden Fall zeigen sie jetzt die verschiedenen Traits, also die verschiedenen Eigenschaften, Merkmale, die ein Pferd haben kann. Und da ist wirklich alles dabei. Also es sind 2, 4, 6, 8, 10, 11. Und ihr könnt aus 11 verschiedenen Merkmalen 3 wählen. Und das finde ich ganz cool, weil wenn man zum Beispiel würfelt, kann es schon eine coole Mischung werden aus vielleicht einem, ja, selbstständigen, intelligenten, aggressiven Pferd. Sehr spannende Kombination. Und das finde ich auch sehr cool, dass es da so viel Auswahl gibt. Ich meine, war zu erwarten, weil eigentlich, ja, ne, ist es ja auch wichtig, weil du musst ja auch, Pferde sind ja nicht alle gleich, genauso wie Menschen, die sind auch alle unterschiedlich. Deswegen finde ich das ganz cool, dass man da so viele wählen kann an der Zahl. Was sagt ihr dazu? Denkt ihr, das sind zu wenig oder glaubt ihr, dass es genug sind? Svenny, Hallöchen, willkommen im Stream. Und Tonia, willkommen, Hallöchen. Wenn man die Größe ändern könnte, wäre auch noch cooler. Die Rassen sind ja in Real auch unterschiedlich groß. Oh, guck mal, damit kenne ich mich nicht so gut aus. Weiß ich nicht, ob das rein entwicklungstechnisch zu schwierig geworden wäre, weil die Sims haben ja auch immer alle die gleiche Größe. Da haben sie ja auch damals nicht irgendwie Größen eingebaut. Weiß nicht, ob das dann mit Animation oder sowas zu kompliziert geworden wäre, aber du hast recht, das fände ich auch tatsächlich ganz cool, wenn die auch nochmal ein bisschen in der Größe unterschiedlich wären. Ist genug, das ist okay, also mir reichen sie aus. Ist ja auch mit den Sims, dass sie alle gleich groß sind. Ja, voll schade eigentlich, aber ne? Ist genug? Okay. Ich glaube, das werden wir dann auch merken, wenn wir dann spielen, ob uns das gefällt oder ob uns das zu wenig ist. Und wenn, dann gibt es ja immer noch ganz tolle Modder, die immer noch Mods ins Spiel bringen, wo sie vielleicht dann auch doch noch fehlende ergänzen könnten. Also das fand ich ganz cool, dass man da 3 wählen kann. Dass die Pferde dann noch entsprechend reagieren. Die schauen wir uns dann auch nochmal im Detail an, sobald das Pack auch raus ist. Das ist schon süß animiert auch, ne? Also da haben sie sich zum Glück Mühe gegeben. Ja, ist schon süß, wie es da so steht und sich bewegt. Mhm. Wie es guckt. Das erinnert mich so ein bisschen immer an die Bewegung von dem Pferd von, wie heißt das? Oh Mann, wie heißt der Film jetzt schon wieder? Mit diesem Pferd, Leute, das immer so aggro guckt.
Ponys wären auch schön, ja. Also das ist das Fohlen. Das ist schon sehr, sehr süß. Rapunzel, Maximus. Ja, ganz genau. Dankeschön, Leute. Und Fabi, habe ich schon Hallo gesagt? Spirit, ja, dieses da. Ich glaube, ich meine Rapunzel, Maximus. Neu verföhnt, ja. Ja, Pogon wird bestimmt auch wieder die Tiere toll bemalen. Also ist schon süß, ne? Let me take this horse here. We can select, let's see, their manes. Oh, we got that. We can look at their forelocks. Ja, das finde ich auch ganz süß, dass man die Mähne ändern kann. Here we go. Nice. He's going through his emo face. Die Vorlocke. Oh, habe ich, okay. I love this. Oh, that's my favorite one. Ja, das ist ganz süß. There's, let's see, we have the tails. A couple of these. Let me get this here as well. Mm-hmm. Let's make pink, why not? Das muss ich sagen, finde ich auch ganz cool, dass man die Mähne und alles sehr farbig machen kann, wie ihr hier seht. Das kann man schon sehr bunt machen. Und ich glaube, dadurch werden wir auch sehr viele verschiedene Pferde sehen. Und das finde ich cool. Also, das heißt jetzt nicht, dass ich das sehr geil finde, wenn nur bunte Pferde in der Welt rumrennen. Ich glaube, dann kriege ich auch die Krise. Aber ich finde es irgendwie schön, dass man so ein bisschen die Farben anpassen kann. Und da werde ich euch auch sehr wahrscheinlich über nächste Woche auf eine sehr coole Challenge-Herausforderung einladen. Da freue ich mich jetzt schon drauf, aber dazu sage ich euch erst in 2 Wochen was, beziehungsweise nächste, übernächste Woche was. Aber das finde ich halt cool, dass man auch bunte Pferde machen kann. Ich meine, so rein in der Welt möchte ich jetzt ehrlich gesagt kein Pferd mit einer roten Haarlocke oder einer schwarz-weiß-pink gefleckten Mähne irgendwie sehen. Ich möchte schon, dass die Pferde nicht, keine Ahnung, verfärbt werden oder damit sie süß aussehen, aber es ist immer noch Sims, ne? Es ist ein Spiel und da finde ich es schon cool, dass man sowas machen kann, weil es gibt ja auch viele, keine Ahnung, verschiedene Geschichten, bei denen sowas dann vielleicht gut passen könnte, dass man das eben ein bisschen färbt. Ja. Mia, Hallöchen. Da gab es noch diese... Ja, die verschiedenen Körperformen haben wir auch schon drüber gesprochen, sehr wichtig, ne? Dass es da ein bisschen Variation reinkommt. Thanks, George. Yeah, the coat customization is so deep. If you just want to change colors, you can do so up there. But there's also 5 color channels, if you want to get really sophisticated. Mm-hmm. And of course, it comes loaded with tons of patterns. Eigentlich wie bei Hunden, ne? Yeah. Mit den verschiedenen Farben, die man geben kann und so. Ja, also ich finde es schön, dass man da so viel machen kann, weil dann hast du halt, wie gesagt, ganz viele unterschiedliche Pferde in der Welt, aber die machen das jetzt ziemlich bunt und dann frage ich mich, muss jetzt nicht unbedingt sein. Also, ja, das muss man mögen, ne? Genau, Fantasy Lesbos mit magischen Pferden, das ist bestimmt richtig schön, ja. Ja, kann halt aber auch wild werden. Es gibt also vorgefertigte Stempel, die man dann benutzen kann, wie ihr seht. Ich habe schon gesagt, ich fände es lustig, so einen Kackhaufen auf dem Po zu machen. Ja, wäre doch witzig. Komm. And I can't leave this mode to this day without adding a bow tie. Actually, I have to make a big bow tie. Big bow tie. Oh, too big. Big bow. This is just one of my favorites. There we go. Yeah. And then there's also stencils. Ja, ist schon ganz süß. So if you want, like, some guardrails to help. Also von der neuen Karriere haben sie halt gar nichts gezeigt, ne? You can pick from either. Ja, für mich mehr ein Gameplay-Pack als Erweiterung. Ich weiß nicht, ob ich es mir für 40 Euro wert. Ja, und das kann ich, Elena, absolut nachvollziehen. Ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Ich finde, was man so sieht, vom Kass her, das ist schon alles schön. Und ich bin mir auch sicher, da haben wir auch gestern bei Smurly drüber geredet im Stream. Ich bin mir schon sicher, dass das auch viel Aufwand ist. Sorry, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber zum Thema nochmal Pack. Ach so, genau, da haben wir bei Smurly gestern auch drüber gesprochen, dass wir schon davon ausgehen, dass das schon ein sehr hoher Entwicklungsaufwand war, jetzt Pferde ins Spiel zu bringen, ja, dass es nicht mal eben in Landhausleben gepasst hätte oder auch nicht vom, ne, weil das schon sehr aufwendig ist, kann ich mir vorstellen. Ja, dennoch finde ich 40 Euro sehr viel. Also, ich bin, ohne dass ich ein Pferdefan bin, schon happy mit dem Pack. Ich finde es süß gemacht und mir gefällt es auch. Aber ich finde auch, dass es zu wenig ist. Also es ist, ich habe
das Gefühl, dass man sehr schnell durch ist mit dem, was man sieht. Ich meine, die haben in einer Stunde mehr oder weniger alles gezeigt. Ich habe so das Gefühl, dass da hätte mehr passieren können. Aber so ganz im Detail werde ich es natürlich auch erst reflektieren können, wenn es dann raus ist und ich es mit euch durchgehen kann. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da der Fokus halt sehr stark auf den Pferden lag und alles drumherum einfach nur so, ja komm, dann machen wir hier noch ein kleines Feature, dann machen wir da noch ein kleines Feature, einfach damit noch ein paar Features drin sind. Aber ja, ne? Und das finde ich ein bisschen schade, weil das merkt man dann, ne? So, dass halt der Fokus sehr auf den Pferden lag und das Pack an sich nicht als richtiges Pack gesehen wurde, sondern einfach nur so, wir haben Pferde. Das müsste reichen. Und das reicht halt aber nicht mehr, weil wir mittlerweile so viele Inhalte haben und so dieses Nektarherstellung, das fühlt sich so ein bisschen so an, als wäre das so, naja, dann machen wir noch die Nektarherstellung rein, damit das Pack größer wird. Und das reicht mir halt irgendwie nicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass irgendwas fehlt. Ich würde, wenn jetzt beispielsweise das als Gameplay-Pack rauskommen würde, ich glaube, Gameplay-Packs sind 30 Euro, korrigiert mich gern, dann wäre das nochmal ein bisschen was anderes. Dann wäre die allgemeine Unruhe, glaube ich, auch nicht so hoch. Ne? Aber 20 Euro, ja, guck mal, für 20 Euro wäre das ein krasses Pack. Und ich finde, Fan ist halt auch schön, weil man dann der Community stark entgegenkommt. Deswegen bin ich aber dennoch ein Fan von dem Pack. Also, das ist halt ein ganz schmaler Grat, weil es gibt wieder ganz viele unter euch, die sagen, ey, mir sind diese 40 Euro das auf jeden Fall wert. Ich will das Pack auf jeden Fall haben und ich will auf jeden Fall Pferde haben. Am Ende vom Tag ist es immer eure Entscheidung, ja? Es ist immer eure Entscheidung, ob ihr euch für das Pack, ne, ob ihr das wollt oder nicht. Ich persönlich freue mich halt, weil ich dadurch wieder neuen Content kreieren kann und das ist mein Job. Also deswegen ist es für mich natürlich toll. Und deswegen werde ich es auch zeigen und deswegen werde ich auch damit spielen, weil ich mich natürlich freue, wieder neue Inhalte im Spiel zu haben. Das ist halt ganz klar einfach so. Ne? Und Angie, Hallöchen, schön, dass du reinschaust. Wieso macht der Cowgirl auf die Blacklist? Keine Ahnung. Und Eva, Hallöchen. Ja, bei Haustieren und Pferden ist das Farbrad zu sehen, damit man die Fellsachen und sowas noch individuell machen kann. Und Carrie, Hallöchen. Und Angelika, Hallöchen. Findest du, mit den Ziegen hätte man weglassen können und mehr Grundstücke einbringen können? Das sehe ich zum Beispiel ganz anders. Also ich bin super froh, dass sie die Ziegen und Schafe mit reingenommen haben, weil sonst, wenn ich dann, also ich finde Grundstücke sind 11 Lots, das reicht mir ehrlich gesagt. Und ich finde, wenn jetzt die noch gefehlt hätten, boah, dann wäre ja noch weniger da. Das wäre ja kritisch, ey. Das wäre richtig kritisch. Am Ende ist es immer noch Sims. Genau, das ist absolut. Am Ende ist es immer noch Sims. Ja. Ja, genau. Und es ist kein Pferdesimulator. Das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Aber im Verhältnis zu den anderen Packs, finde ich es halt, fehlt noch ein bisschen was. Wie zum Beispiel, also wie gesagt, man hat noch nichts von einer Karriere gesehen. Bis dato würde ich sagen, das fehlt. Und solche Sachen finde ich halt schade, weil wenn jetzt noch eine Karriere da gewesen wäre oder, keine Ahnung, was man jetzt auch noch nicht klar weiß, ist, ob man zum Beispiel einfach eine neue Funktion, dass man seine Kinder auf den Pferdehof schicken kann, zum Urlaub machen. So. Das sind so kleinere Sachen, die sehr viel hätten bewirken können. Ne? Yep. Emilia, Hallöchen und Jessica, Hallöchen. Ja. Ich glaube, deswegen sind halt auch so viele gerade unzufrieden. Ich finde auch die Tiere das tolle Impact. Genau. Also die Pferde sind definitiv Highlight. Neben den, das waren insgesamt 13. Ich glaube 11 Wohngrundstücke und 3 Gemeinschaftsgrundstücke, ne? Wir zählen gleich nochmal. Aufs Non-Pferde-Mensch freue ich mich am meisten auf die Ziegen. Die finde ich tatsächlich auch sehr, sehr süß, muss ich sagen. Also die, darauf freue ich mich auch. Die Tiere generell Highlight einfach. Ich bin leicht zufriedenzustellen, aber bin auch halt auch ein Cowgirl. Ich bin da ja auch immer so, Loyos, Hallöchen. Emilia, Hallöchen. Ich bin da ja auch immer sehr schnell zufrieden mit sowas. Also muss ich mal aufpassen. Also da war ja auch so, dass man jetzt hier so ein bisschen Schmuck sieht und keiner sieht die Einhörner, aber die wurden ja angeteasert. Deswegen glaube ich, dass es noch eine andere Kategorie geben wird. Ich, keine Ahnung, also man kann ja zum Beispiel auch nicht irgendwie das Gesicht verändern vom Pferd. Ich verstehe nicht ganz, wieso nicht. Also klar, man kann Haare und so ändern, aber ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht doch noch irgendwie das Gesicht bearbeiten kann und dass sie das vielleicht einfach jetzt nur nicht gezeigt haben, weil das ja die Vorabversion war oder so. Keine Ahnung, das werden wir wohl sehen müssen, wenn es dann raus ist. Eine aktive Karriere oder sowas, ja genau. This is not the best looking horse I've ever made. Horse tails. We got flowers for the tails as well. Ja, deswegen Misio, das mag ich auch nicht so gerne. Also ich versuche immer alles positiv, aber auch kritisch zu sehen.
Aber ihr kennt mich ja, ne? Also alle, die hier sind, wissen ja, wie ich ticke und wie ich so drauf bin. Also und die mich jetzt neu kennenlernen, good day, ich bin die Sandri und ich bin generell immer erstmal total overhyped von allem. Also ich versuche realistisch zu sein, aber ich gehe immer erstmal in alles positiv rein. Das ist halt meine Art und ich sag trotzdem, was mir nicht gefällt und ich sag auch immer, was ich nicht gut finde, aber ich gebe halt allem immer erstmal eine Chance und ich finde das auch ganz kritisch, dass manche das noch gar nicht richtig gesehen haben. Man hat nur den ersten Teaser gesehen und da waren schon alle so, oh mein Gott, das Pack ist total kacke. Ich finde es wichtig, kritisch zu sein, auf jeden Fall, besonders wenn es um Geld geht und es ist ja jetzt auch nicht gerade wenig Geld. Deswegen finde ich es voll fein, kritisch zu sein, aber ich finde es auch kritisch, wenn man es einfach abhatet von vornherein. Das machen wenige von euch, also das habe ich ganz, ganz wenig erst gesehen. Eher bei anderen Communities habe ich es bisher gesehen oder auf anderen Videos oder unter anderem, ne, oder auch im Live-Chat von EA gestern habe ich auch sehr viel Hate im Chat gelesen, wo ich auch kritisch gegenüberstehe, weil am Ende ist es noch nicht raus, man hat noch nicht alles gesehen und bis man nicht alles gesehen hat, wäre ich halt vorsichtig, weil genau die halt am lautesten brüllen, dass es total kacke ist, kaufen sich's dann und sagen nie wieder, dass es kacke ist. Das sehe ich ganz genauso. Deswegen wartet einfach ein bisschen ab. Wenn ihr kritisch seid, ist es absolut fein und ihr müsst euch das Pack nicht sofort kaufen und schon gar nicht, wenn es euch nicht das Geld wert ist. Am Ende vom Tag ist es eure Entscheidung. Und man zeigt halt alles, man sieht dann alles und dann, ja, wird man entscheiden, ob man es kauft oder nicht. Und ich kann auch die verstehen, die sagen, mir gefällt das Pack gar nicht. Ist völlig fein, ja, ist absolut fein. Also, ne? Es ist halt auch schwierig von allen, ich meine, überleg mal, wie groß die Sims-Community ist und von allen den Geschmack zu treffen. Ich, ne? Schwierig. Genau, und es ist auch nochmal was anderes, ob es verbuggt ist am Ende, weil zum Beispiel das Hochzeitspack ist an sich gesehen auch ein richtig schönes Pack. Ich verstehe den Gedanken nicht, warum man Hochzeiten nicht im Basisspiel hat, das habe ich noch nie verstanden. Aber am Ende vom Tag ist das Hochzeitspack auch ein sehr schönes Pack. Die Welt ist schön, die Art der Hochzeiten ist schön, diese ganze Vorbereitungsphase ist schön, die Klamotten, die mitkommen, ist schön, die Bauobjekte sind auch schön, aber es ist kaum spielbar. Also ich kann kaum Hochzeiten feiern, weil das bei mir einfach komplett verbuggt ist. Und das ist natürlich anders kacke. Deswegen bin ich halt trotzdem realistisch und sag nicht, das Pack ist scheiße, sondern ich sag halt, das Pack an sich ist halt schön, aber es ist halt bei mir komplett fehlerhaft. Das, ne, ist halt aber auch bei mir so, das heißt auch nicht, dass es bei allen fehlerhaft ist. So, ne? Leute. Und Isa, Hallöchen. Ich weiß es nicht, Jessica. Also im Stream zeigen sie nicht, dass man das Gesicht ändern kann. Zumindest habe ich es nicht gesehen. Weiß nicht. Aber bei Hunde und Katze kann man es doch auch ändern, oder? Hm. Also die Köpfe der Pferde sahen bei den Rassen schon unterschiedlich aus. Das wird man dann, wie es aussieht, auch ändern können. Genau, ich denke auch, ich glaube, dass sie einfach nur total wild durch den Kask geswitcht sind wieder mal und das einfach vergessen haben zu zeigen. Also da bin ich sehr sicher, weil ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das Einhorn dann bei der Kopfbearbeitung mit dabei sein wird. Wobei es mich wundert, dass die Haare dann nicht bei der Kopfbearbeitung dabei sind, aber da verstehe ich auch nicht so alles, ne? Und Minimaus, Hallöchen. So, sorry, ihr Lieben, ich habe jetzt einiges nicht lesen können. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch. Ich habe viel überflogen. Kaufe es mir, aber überwiegend wegen der Welt und dem Baumodus. Genau, und das ist ja dann auch fein. Nur deswegen kannst du ja sagen, so hey, ich finde das Gameplay nicht so toll, aber ich habe es mir halt das und deswegen gekauft. Ist doch auch in Ordnung, ne? Ich werde mir das Pack erstmal im Let's Play angucken, dann entscheiden, ob es mir gefällt. Ja, kann ich verstehen. Wird ja auch viel geben wieder. Es wird viele Content-Creator geben, die das Pack haben und dann auch zeigen werden. Und dann könnt ihr immer noch Feedback geben. Und Maschi, willkommen im Stream. Hallöchen, Maschio. Ich hoffe, ich spreche dich richtig aus. Willkommen. Ist immer noch so verbuggt. Ja, ich habe halt auch Mods im Spiel, ne, Nelly? Und es kann schon auch mit Mods in Konflikt stehen. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber ich weiß halt auch, dass viele, die nur Base Game haben, auch Probleme haben, ne? Also. Ja, die Ace zum Beispiel, die hat ganz wenig Mods im Spiel und hat halt auch voll die Probleme. Ich glaube, manchmal ist es auch einfach. Das war ja nicht mal ein Livestream. Ja, es war ein aufgezeichneter Stream. Stimmt. Man sollte sich einfach immer selbst ein Bild machen, indem man Videos und so weiter zum Beispiel guckt und dann kann man entscheiden. Aber einfach mit dem Zug aufzuspringen, weil es gerade negativ teilen, ist einfach dumm. Ja, und das machen leider sehr, sehr viele. Deswegen bin ich froh, dass ihr hier seid und eure Meinung einfach selbst bildet und euch einfach, ja, eine Meinung bildet. Das ist voll wichtig. Beim Hochzeitspack war ich voll enttäuscht. Nicht, weil das Pack Mist wäre, sondern weil es so ein Pain ist, das Ganze zu spielen. Ja, voll. Fand aber auch irgendwie nicht okay, dass das sowas komplett Verbuggtes dann rausgebracht hat. Ja, also das war wirklich richtig bad, ey.
hätte man sich lieber nochmal Zeit genommen, um es zu überarbeiten. Ja, und das sehen ja viele von uns so. Und das finde ich halt auch schade, dass da auch im Nachhinein jetzt nicht viel gemacht wird, ne? Und Greta, willkommen auch dir im Stream. Hallöchen, danke für deinen Follow. Schön, dass du da bist. Ja, das Pack lebt schon stark von den anderen Packs. Kleines Beispiel, weil du beim Scharfscheren erhältst du nur, wenn du auch das Landhausleben-Pack hast. Ach was! Ach was, Kerstin! Aber du bekommst die Wolle, weil darüber wollte ich mich auch noch aufregen, dass man nur Geld bekommt für Ziegenmilch und Ziegenwolle. Aber ich wusste bisher nicht, dass wenn... Woher wissen wir das? Ich wusste nicht, dass wenn man auch das Landhausleben-Pack besitzt, dass man die Wolle und die Milch dann behalten kann. Oha! Oha. Ich finde aber auch, es sind optisch die schönsten Pferde, die wir je hatten. Die Animationen haben sichtlich das Budget aufgebracht. Nichtsdestotrotz haben wir nichts wirklich Neues, was auch vorher gezeigt wurde. Ja, true. True. Krass, gut zu wissen. Die sagen, dass zum Ende des Livestreams irgendwann, ah, okay, ich habe irgendwann abgeschaltet, weil es mich gestresst hat. Und Kathi, hallöchen. Gut zu wissen. Mhm. Okay. Und kleine Skorpionin, hallöchen. Bei mir ist es so mit der InDesign-Karriere. Macht eigentlich so viel Spaß. Ja, ich habe da auch Schwierigkeiten. Aber da muss ich auch sagen, ich weiß halt nicht, ob es an meinen Mods liegt, ne? Weil damals hatte ich keine Probleme nach Release. Und jetzt mittlerweile habe ich Probleme, aber ich kann es echt nicht sagen. Und Bummerball, hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Ach, krass. Das Biest, hallöchen. Hast du gerade gehört, Ace? Gut zu wissen. Hochzeit mit dem Pack sind definitiv verbuggt. Immer die meisten Fehler bei den Hochzeiten. Gäste-Sitzkreis sind ja mein neuestes Highlight, ja. Und hat es geklappt, Minnie Maus? Oder auch, dass das Pferd zum Beispiel Angst vor Donner hat, nur wenn man das für Jahreszeiten-Pack hat. Und das Ganze verweist gefühlt auf andere Packs. Ja, das kann ich verstehen. Andererseits finde ich... Aber Also das mit dem, was jetzt gerade... mit der Milch und der Wolle, das kann ich auch nicht verstehen. Aber das mit dem... Gewitter kann ich schon irgendwo nachvollziehen, weil wie soll ein Pferd Angst vor Gewitter haben, wenn es kein Gewitter gibt? Also das macht ja schon Sinn. Also, ne, klar. Also logisch. Und es war schon immer so, dass wenn du halt, also das ist ja auch richtig so, stellt euch mal vor, es gäbe jetzt Gewitter und dem Pferd wäre es wurscht. Also wichtig, dass es reagiert, wenn man das Pack hat und es gewittert. Also das finde ich schon wichtig. Das ist ja, ne, also klar, bei Säuglingen ist es ja auch so, wenn es nicht gewittert, reagiert es nicht auf Gewitter. Also das macht schon Sinn. Aber das mit dem anderen, mit der Wolle und so, das finde ich schon ein bisschen schade, weil das mindert halt wieder den Selbstversorger-Thema auf der Ranch, ne? Und Lady Ophelia, willkommen im Stream. Hallöchen, danke für deinen Follow. Schön, dass du hier bist. Also ja und jein. Also ja, jein. Und Jessie, hallöchen. Nein, das Pack kommt am 20. raus. Let's look at our Sims. Genau, für manche Sachen finde ich es richtig, yeah, aber wenn jetzt noch 20 andere solcher Punkte kommen, dann finde ich es halt kritisch. Ja, das stimmt schon. Okay. Und Lea, danke auch dir für deinen Follow. Willkommen im Stream, hallöchen. Jetzt kommen wir zu den Klamotten und auch da sind sie so so unkontrolliert. Sie sind immer so unkontrolliert. Bereitet euch doch vor. Filter bitte das Pack. Jetzt sind wir bei den Frauen. Okay, jetzt sind wir wieder bei den Männern. Was jetzt? Jetzt sind wir wieder bei den Frauen. Bruder, konzentriert euch. Rennebeter, hallöchen. Ich freue mich so auf die ersten Tage nach dem großen Patch, wenn man wieder alles verbuggt ist durch die Mods und sowas. Ja, die muss man halt dann und die Noobs erstmal alles auf ihr A schieben. Da kriege ich immer das Kotzen. Sie lässt hier voll raus. Richtig aggro. Wie sie entspannt dich. Ja, aber das wird so sein. Also denkt dran, Leute, wenn das, ich erwähne es jetzt vielleicht mal in der Runde hier, wenn das neue Update kommt, also wenn Es wird ja nicht nur das Pack rauskommen, sondern es wird ja auch ein Update geben, ein kostenloses. Bitte denkt daran, dass alle Mods und CC dadurch einen kleinen Knick kriegen könnten. Das heißt,
im besten Fall erstmal, ja, als allererstes Mods und CC ausschalten und das Update machen. Dann kommt ihr ins Spiel, dann seht ihr auch, okay, es ist alles aus. Meistens wird es auch automatisch ausgeschaltet. Und dann geht ihr bitte erstmal durch eure Mods durch und aktualisiert die. Die Creator sind meistens wirklich super fix und aktualisieren am selben Tag oder am nächsten Tag oder den kommenden Tagen. Also erstmal bitte ohne Mods das Spiel starten und gucken, ob alles funktioniert. Die Mods müssen nach und nach geupdatet werden. Macht bitte keinen Stress und entspannt euch da ein bisschen. Mods sind tolle Modifikationen, die ihr ins Spiel holen könnt, die auf euer Spielgeschehen eingreifen und das Update greift auch aufs Spielgeschehen ein. Somit kann das einen Konflikt miteinander geben. Aber denkt bitte immer daran, dass Mods unser Spiel besser und cooler und schöner machen und immer noch toll ist, dass wir sowas überhaupt haben können. Also seid dankbar, dass wir Mods haben können und gewöhnt euch dran, dass das geupdatet werden muss. Also, ne, das ist toll, dass wir das haben. Und ich höre halt ganz oft nach solchen Updates so, oh, die Kack-Mods funktionieren schon wieder alle nicht mehr. Ja, logisch. Ne? Das ist ja beides, was aufs Spielgeschehen eingreift. Auf der einen Seite ist es nicht EA, die wieder blöd machen, weil es jetzt ein Update gibt. Und auf der anderen Seite sind es nicht die Mods, die kaputt sind, weil blöd Pack. Ne? Also ihr müsst immer daran denken, dass beides unabhängig voneinander halt geupdatet werden muss und dann halt wieder zusammengefügt werden muss, damit ihr ein tolles Spiel geschehen habt. Niata Hallöche, das ist einfach immer so und da muss man auch wirklich dahinter sein und es aktuell halten. Ne? Das war schon immer so und es wird doch immer so bleiben. Lady Ophelia, Hallöchen, Dankeschön, wie schön, dass du hier bist, ich freue mich. Für Selbstversorger leider nur immer noch keine Möglichkeit, Mehl und Zucker selbst herzustellen. Finde ich weiterhin wirklich sehr schade. Und das wäre so einfach gewesen, ne, Ace? Das wäre so einfach gewesen. Einfach ein bisschen Weizen ins Spiel bringen, dass du ein Weizenfeld haben kannst. Und Zucker ins Spiel bringen, weil, ihr habt ja gesehen, es gibt ja Präriegras. Und die bauen ja das Präriegras mit so einer Sense ab, hat man gesehen. Und ich finde es voll schade, dass man nicht auch Heu herstellen kann und vielleicht ein Silo aufstellen kann, wie bei den ganz normalen Farming-Games auch. Das ist ein Farm-Pack sozusagen, das ist ein Ranch-Pack. Verstehe ich auch absolut nicht. Und Zuckerrohr, wie easy wäre es, neben Getreide auch Zuckerrohr anzubauen? Das kann ich halt nicht verstehen. Und das, finde ich, macht das Pack halt schade, weil das ist ein schönes Pack, aber solche Sachen wären halt wirklich nochmal was, wo ich sage, ja, das passt zum Farmleben-Pack, das passt zum Selbstversorger-Pack, das finde ich toll. Ne? Voll der gute Punkt, Ace. Ja. Ja, das ist natürlich ein anderes Thema wieder, Katja, aber das sehe ich auch. Es gibt einfach ein paar Sachen, die ins Basisspiel gehören, ja klar. Genau, Carrie, die sind ja immer super schnell. Ja, okay, Mini. Ja. Und Nodo Queen, Hallöchen. Oh, I'm glad you got the chaps. Everyone loves a good pair of chaps. Really, how often can you wear chaps? Yeah. Ja, genau, zack. Und Lail, Hallöchen. Wäre mir viel zu anstrengend. Für ein Game sollte man nicht so viel investieren müssen. Du meinst jetzt mit den Mods, Kati, oder was meinst du? You can go clean, but if you're working on the ranch all day and you want to tell that story, I think it's always nice to throw a bit of dirt on there. Nee, also ich bin schon auf Twitter, Kerstin, aber ich verfolge das jetzt nicht so krass im Detail. Aber ja, also wäre mir jetzt nicht aufgefallen, wenn du es jetzt nicht sagen würdest. Also ja, zack, aber man hätte es ja auch vereinfachen können, ne? Also man muss es ja nicht so machen wie, also ja, aber Marmelade kochen ist auch anstrengend, ne? Also, weißt du, was ich meine? Also man könnte ja sagen, dass man halt vielleicht statt mit der Sense hingeht und es macht, dann diesen Prozess direkt an den Dingern macht oder sowas. Also das wäre ja schon irgendwie gegangen, ne? Um es zu vereinfachen auch. Es muss ja nicht ganz so sein, wie es im echten Leben geerntet wird oder sowas. Hm. Das kann ich verstehen, Lady Ophelia, das kann ich sehr gut verstehen. Hm. Und Damn Davy, Hallöchen. Ja, Hase, ne? Das halt auch, ne? Also, das stresst mich immer so, wenn ich das sehe. Wie unkontrolliert. Und die sind immer so unkontrolliert. Das Outfit finde ich richtig cool, aber ich glaube, das gibt's nur für Männer. Guck, wie sie... Also entweder ich zeig halt alles oder ich zeig halt nix. Aber dieses Klick, Klick hier, Klick, Klick da, dann gehe ich wieder hier hin, dann... Let's see. A couple more of these.
There's a couple of accessories that I really like to look at as well for adults. Das macht mich ganz nervös. I lost where I was, actually, maybe yeah. Before adults, we could check out the kids. Want to check out the kids? All right. Let me just throw in a new kid then. We'll go through some ages here and look at what they have. Also got a set of jeans and so as well. And then let's switch to a younger age as well. See what we have here for our toddlers. Oh, I love this one. Mm-hmm. Zuckerwatte Hallöchen. These are the best traps in the game. Ich meine, ja, man hat nicht viel Zeit in einer Stunde, ne? Und es ist schon umfangreich, ein ganzes Pack in einer Stunde zu zeigen. Aber es hätte ja schon gereicht, wenn sie einfach immer gefiltert hätten kurz. Wisst ihr, dann hätte man wenigstens in der Übersicht kurz alles gesehen. What do we have here? Ja. Our adorable horsey onesie. Ja, das ist sehr süß. And I like all of the colors a lot. Oh, das finde ich auch süß. So, we also have accessories for these little ones, but ja, ja, klar, Misio, aber ich meine, wenn man halt, ja, aber ich will halt das dann in so einem Livestream sehen, weißt du? Ich will das hier sehen, wenn sie es zeigen. Und ich will es kontrolliert sehen. Ich will es nicht so durchgeswitcht haben, also das stresst mich halt ein bisschen. Ach, es gibt auch Bärte? Ach, krass, guck mal. Okay. Ist mir neu. And the one that you can see that George and I are wearing in real life, this is called a wild rag. So wild rags, they're basically ich mach das jetzt schneller. Oversized bandanas, way cooler than bandanas. Sind ja eh maximal schnell. Na, wobei. They're big enough that you can actually tie them up in a variety of ways. So in the game, we've got two styles of wild rag. They function a little bit like necklaces. Also, finde ich richtig schön, die Halstücher, aber warum sind die so pixelig? Das ist super unscharf. Und das verstehe ich auch nicht so ganz, weil andere Sachen schärfer sind. Aber die sind super unscharf. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Die sehen sehr pixelig aus. So there might be some clipping on certain things and you like if you want to leave it like that, that's cool. If you want to not pair it with that, that's totally cool too. Das ist Space Game, ja, genau. Gut. Yeah, so you could throw das ist auch kein Pack-Inhalt, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Throw it in with your older assets as well. Yeah, yeah, totally. Yeah, to work with so many of that, so much of that. Ja, gut, er wollte nur zeigen, dass das gut funktioniert mit der Hose, aber nun, davon gehe ich ja aus dann, ne? Alright, let's look through a few of these. I wish I still had that much hair. Yeah, yeah. We have a number of hairstyles that's specific to ja, aber davon gehe ich aus, Carrie, oder? Also, will ich hoffen. Und Dream, Hallöchen. Ja, sind schon schöne Sachen so. Amazing to work with. She gave input on all of these hairstyles plus the other content. Also das verstehe ich nicht, was das für ein Wubbel auf dem Kopf ist. Also es soll wahrscheinlich ein Pony darstellen, aber das ist ja so eine Riesentolle. Zeigst du es nochmal? Those are going into base game. So we worked with a really great cultural consultant named Stacy Parshall Jensen. Also ich finde die Frisur voll schön, aber ich finde dieses Ding hier oben echt extrem groß. Muss man mögen, glaube ich. We're grateful for the collaboration and the generosity. Mhm. All right, I know Steven's worked closely on a lot of the other accessories. Die finde ich sehr süß, die Frisur. Tell us a little bit about that. Yeah, thanks George. You definitely need a hat for this pack and boots. There were so many styles of hats that we voll, Kerstin. Also, ich habe halt immer so das Gefühl, dass die so durchheaten, ne? Also, das ist ja voll fein, dass man schnell macht, aber jetzt zum Beispiel auch hier, also warum kann man sich nicht kurz die Zeit nehmen, das zu filtern, damit man wirklich sieht, okay, es gibt insgesamt sechs neue Hüte. Also ich würde gerne dann nur die Hüte halt sehen. Ich meine, ich verstehe ja, dass das Base Game mit eingeblendet ist, das ist ja immer so.
Aber das würde das Ganze halt schon ein bisschen strukturierter machen. Oder ich zeige erst alles, was es beim Mann gibt, dann zeige ich alles, was es bei der Frau gibt, dann zeige ich Kinder, Kleinkinder, Säuglinge. So. Und ich springe nicht ständig hin und her. So. Das finde ich immer so anstrengend. Halsbänder sind pixelig, weil die unter Accessoires laufen und ganz kleinen Teil der UV-Map belegen. Ja, okay, aber das ist mir eigentlich egal. Also ich verstehe, dass dich das interessiert, weil du dich ja damit auch auskennst mit Custom Content und sowas. Aber andererseits, ich bin halt, also ich nutze das ja und ich will, dass das nicht pixelig ist. Weißt du, wie ich meine? Also dann muss es halt unter den anderen Klamotten laufen oder so. Also, weil zum Beispiel das hier sieht ja jetzt auch nicht so krass pixelig aus. Das sieht ja auch schon ein bisschen strukturierter aus. Und ich will mich da als Nutzer, der Geld für das Pack ausgibt, ja nicht damit beschäftigen, wieso das Halsband jetzt pixelig ist. Ich will einfach nur, dass es nicht pixelig ist. Weißt du, wie ich meine? Und Nana, Hallöchen. Also es ist schon interessant, dass du das erklären kannst, aber eigentlich will ich das nicht erklärt haben. Ich will eigentlich nur, dass das nicht pixelig ist. Ich meine, von Weitem sieht es ja schön aus. Und ich finde es auch cool, dass es Halstücher gibt. Das freut mich auch. Und auch, dass das so Falten wirft, finde ich richtig, richtig schön. Ich finde es halt nur, wenn man dann halt näher rangeht. Ich glaube, ich werde es dann nicht oft, also oft nicht in dieser Farbe tragen, weil mich das stören würde, dass es so unscharf ist. Ich glaube, das macht mich nervös. Ja. Stiefelchen finde ich wieder ganz schön. Schöne Farben auch. Und ich finde auch, dass sie sich da echt Mühe gegeben haben, was auch so die Falten angeht und so und die Schnitte der Klamotten. Das finde ich schon schön. Und es passt auch alles sehr gut zu dem neuen Pack. Also das sieht schon gut aus. Und dass sie halt so viele Dirt-Varianten reingemacht haben. Das finde ich richtig cool, weil man hat ja auch oft diese Rex Riches Challenges, die wir spielen. Und da finde ich das schon cool, dass es auch so viele dreckige Klamotten jetzt auch gibt. Ja, vielleicht Becker dann, ne? Dann gibt es zwei neue Merkmale. Ja, bestimmt gibt es dann auch Sisi davon. Und Nana, Hallöchen. Schon gesagt. Genau, das ist einmal Rancher als Merkmal. Und dann gibt es noch ein neues Merkmal. Pferdeliebhaber. Und zwei neue Bestreben sind es. Das ist einmal Championship Rider, also ne, Reitdings, und Nektarherstellung. Ja, genau, die werden auch immer besser, was die Kleiderherstellung angeht. Ne? Also die Klamotten werden immer, immer schöner und immer detaillierter auch, das auf jeden Fall. Nur da fand ich es halt, wie gesagt, schade, dass sie das mit dem Halstuch nicht so gemacht haben, wie ich mir das jetzt vorgestellt hätte. Steven, you worked on this world a lot. Do you want to tell us about Chestnut Ridge? Chestnut Ridge. Yeah, Chestnut Ridge. So, I mean, these worlds were inspired by all the iconic landscapes. Die ist so viel schöner, als ich erwartet hätte, die Welt. Lass uns mal schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Davon sind 1, 2, 3, 4. Ach, Jesus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 normale Wohngrundstücke, ein Mietobjekt, eine Tanzlocation, eine Bar und ein Park. Also ich finde es eigentlich ausreichend, muss ich sagen. Oh nein, jetzt habe ich mein Mausding kaputt gemacht. Also ich finde es eigentlich ausreichend. Ich weiß, viele haben gesagt, die wären zu wenig, diese Lots, aber mir wird es jetzt reichen, muss ich sagen. Ich finde es eigentlich gut. Celine, Hallöchen. Ich habe gerade auf meine Uhr eine Vibration bekommen, dass du was geschickt hast. Ich schaue später. Hallöchen. Und Goldie, Hallöchen. Und Miss Nimmerland, Hallöchen. Was ich bei der Welt halt schön finde, ich habe ja erst gedacht, das wäre komplett Wüste, so wie Strangerville / Oasis, aber sie ist sehr viel grüner, als ich erwartet hätte. Da bin ich auch sehr begeistert von. Gefällt mir richtig gut, die Welt. Ich hatte Angst, dass nur 7 oder 8 sind. Ja, ich bin noch happy. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Celine. Hallöchen. Also 1, 2, 3 sind nicht bewohnt und der Rest ist schon bewohnt, ja. Warte mal. 1, 2, 3. Ich glaube, 4 sind nicht bewohnt. Du kannst sie einfach rausschmeißen. Die Welt ist absolut zufriedenstellend, meiner Meinung nach. Ja. Mag den Oasis Deal nicht so. Aber ich finde schon gut, dass sie mal wieder. Also, wenn es ganz grün gewesen wäre, wäre es halt auch wieder sehr
Farmleben-mäßig gewesen, also wie das Farmleben-Pack. Ich finde es schon gut, dass es so ein bisschen wüstig ist. Ne? Das ist so eine gute, ich finde es eine richtig gesunde Kombination. Bis gleich, Mini. Wobei ich mir bei den Bestreben und Merkmalen auch was Neues, Ausgefalleneres gewünscht hätte. Die beiden Merkmale gibt es ja quasi genauso im Landhausleben. Allein, dass es jetzt mit Hund und Katze, Tier, Pferdeliebhaber gibt. Ja, ja, absolut. Ja, verstehe ich. Hat einer mitbekommen, ob man den Toggle setzen kann, dass Pferde nur in der Welt bleiben? Ich will keine Pferde in San Myshuno. Also, ich glaube, das können wir erst dann, also sie haben nichts von Einstellungen gezeigt. Ich glaube, das können wir dann erst am 20. sehen. Das schauen wir auf jeden Fall dann im Livestream mal an. Ja, das stimmt, Carrie. Townie Stories sollen wohl auch spannend sein. Schon schön. Einfach so ein Pferd auf der Straße, ja. In San Myshuno im Hochhaus. Mir reichen die Grundstücke, funktionieren muss das Pack. Ja, das ist sehr wichtig, Goldie. Oh, das ist ein schönes Haus, ey. Wurde auch wieder gebaut, ne, von den Creatoren. Da war das Pferd wieder, das ich nicht erkannt habe. So, let's check in on our horses. Oh, mach das, sie, Sarah. Weiß man, ob Pferde mit Hund und Katze interagieren können? Ich denke mal schon, dass sie das gemacht haben. Also ich erwarte das eigentlich, weil wir haben schon festgestellt, dass Pferde mit anderen Packs auch reagieren, wie zum Beispiel auf Gewitter vom Jahreszeitenpack. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die so schlau waren und auch die ganzen anderen Packs mit integriert haben. Können wir singen, da steht ein Pferd auf dem Flur im Fahrstuhl. Da habe ich richtig Bock drauf. Let's do it. Oh, I love that. I love a lot of these socials. Oh, I forgot. I made my horse needy. My horse is going to jump in a lot, but we will see how that goes. You know, that happens. Mm-hmm. They like needy horses like being around us. Oh, er hat's gemacht. You all. This is Sassafras Prairie Grass. And Joanna, tell us who your horse is. Yeah, my horse is named Dipsy Doodle, which came up randomly. It's one of the names that you can get to. We had a lot of fun actually making the names for horses. Yeah. Man sieht auch immer, wie es den Pferden geht, wenn man drüber hovert. Seht ihr das? Hier steht, Hunger ist exzellent, Energie, Spaß, Sozial und Hygiene. Das heißt, man kann nicht das Pferd anklicken und hat dann, wie bei den Sims hier, die ganzen Informationen. War für mich aber auch nicht notwendig. Also ich finde es eigentlich ganz cool, dass man drüber hovert und die ganzen Informationen sieht. Das reicht mir persönlich. Ich glaube, ich hätte es zu wild gefunden, wenn man die Pferde hätte steuern können. Das hätte mir nicht so viel Spaß gemacht. Ich finde es so schon schöner, weil es ist ja auch bei Hund und Katze so, dass man die nicht steuern kann. Ich weiß, es gibt extra Mods dafür, dass man es kann, aber ich bin da nicht so ein Fan von. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass die ein eigenes Individuum sind sozusagen und auch selbst reagieren. Ich finde es immer schön, wenn man mit seiner Familie in einer Welt bleiben kann und dort dann wirklich alles platzieren kann. Restaurant, Gemeinschaftsgrundstück, 13 Grundstücke sind für sowas etwas wenig und die Welt dann zum Beispiel bei mehreren Kindern, die eigene Grundstücke kriegen sollen, schnell voll, aber ist wirklich eine sehr schön, die Welt. Okay, verstehe ich. Ist mir tatsächlich noch nie passiert, dass meine Welt voll war irgendwie, weil ich halt meistens dann doch in andere Welten ziehe. Aber ja, ich kann verstehen, was du meinst. Genau, oder auch bei Schafen und Ziegen ist es auch so. About how that works and the horse riding skill. Joanna's, as you can see, I'm already jumping into the rider. Und es gibt ein Alltagsoutfit und ein Reitoutfit oder so, ne? Das hat sich gerade umgezogen, Joanna das Pferd. Excellent rider. Finde ich auch besser so. Kam bei Sims 3 eh nicht dazu, die Tiere zu steuern. Und ich fand es auch voll stressig irgendwie. Oh, der hat ihn runtergeschmissen. Aua. Neue Todesart freigeschaltet. I'm gonna take him on a little horse ride and we'll tell you about this. Wait, ist das Pferd sterilisiert? Steht es da? Joanna Sim here. Excellent rider. My Sim. Oh, genau, ist wie bei den Hunden mit dem Gassi-Outfit. Not so much. Nice. Stallion. Ah, nee. Okay. Okay. Press through me. Try and try again. Yeah. Musst du kurz gucken. I'm gonna take him on a little horse ride and weiß ich gar nicht, ob er die sterilisieren kann. Ja, genau. Ich finde es auch realistischer, dass man die Tiere nicht steuern kann. Absolut. Absolut. Das ist ein Sim, ey. Kriegt's gar nicht hin. Aber bei ihr sieht's richtig schön animiert aus. Vielleicht schafft das ja jetzt. Practice a little bit, be patient.
be nice to your horse, George. Also das Reiten finde ich schon sehr hübsch. Spend more time bonding yeah, and not exactly. telling him jokes. But eventually you'll be able to sit a canter, which is like what it's referred to when you can actually... Nur man sieht dann auch, beide bauen jetzt eine Fähigkeit auf. Er ist jetzt nicht so happy, weil er vom Pferd geschmissen wurde und er sieht auch sehr unsicher aus. Also ganz ehrlich, Becker, oder? Wie macht man es denn sonst? Und das ist jetzt auch wieder was, was mir gerade einfällt, ne? Das hätte man halt auch machen können, ein Krankheitssystem für Pferde. Wie bei Hund und Katze. Warum denn nicht auch bei Pferden? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob es drin ist, ich kann es mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es halt eine Pferdeklinik gibt. Warum denn nicht? Wo man auch Pferde hinbringen kann, wenn sie was haben. Aber das ist alles so... No. Ich meine, ja, vielleicht wäre es auch verwirrend, wenn es eine Pferdeklinik gibt, wo dann nur die Pferde hin können und eine Tierarztpraxis, aber andererseits hätte es ja auch eine kleine Dorfpraxis sein können. Gar nicht viel Inhalt, wirklich nur so ein Arzt mit einer Spritze, keine Ahnung, wo man vielleicht hin kann, wenn das Pferd, vielleicht hat das Pferd dann volle Hufen oder so eine Hufentzündung oder sowas, wo die Hufen glühen oder, ne? Ja. Ja, genau, Ace, deswegen wüsste ich jetzt auch nicht, aber vielleicht könnte man es einfach beim... Oder es würde ja schon reichen, wenn man das in der Reiterhalle machen könnte. Dass man einfach auf die Reiterhalle klickt und sagt, Pferd untersuchen oder sowas. Dass es da untersucht wird, Rabbit Hole-mäßig, ist doch scheißegal. Aber irgendwas, ein Hufschmied oder sowas, ja, genau. Oder dass man einen Arzt kommen lassen kann. Dass man genauso wie ein Ranch-Helfer einfach einen Arzt kommen lassen kann. Vielleicht geht's ja, weiß ich nicht, ey. Bin mir nicht so sicher, ob das sowas berücksichtigt wurde. Genau, ein Tierarzt auf den Hof rufen, das fände ich auch toll. Zweite Tierklinik, da hast du recht, das könnte zu wild werden. Aber dass man einfach einen Tierarzt rufen kann, der dann kommt und sagt, oh ja, stimmt, ich sehe, dein Pferd hat glühende Kufen. Da ist irgendwas. So, das Pferd ist total bockig, das ist so süß. But now my horse and Sam are not bonding. But, showing off that personality. Yeah. As we ride over here, we're going to show off really quickly this this community board here. Hätte noch so viel Potenzial gehabt. Ja, ne? Come in and learn a lot about this game. Each neighborhood has one, or you can even place one on your own. Ach, das ist ein Schild. You can find out all kinds of things about your animals here, how to care for them. Bei größeren Tieren ruft man den Arzt, dann kommt der praktisch nach Hause. Ja, das macht auch voll Sinn, ne? Bei Pferden. Das fände ich dann süß, wenn er mit so einer Arzttasche ankommen würde und dann sagen würde, okay, ich untersuche halt vielleicht, ich meine, das mit den Kufen ist jetzt so das Erste, was mir einfällt, aber es gibt ja bestimmt noch andere Sachen, die ein Pferd haben kann. Schnupfen oder sowas, keine Ahnung. Wenn es drin wäre, hätten sie es gezeigt. Ja, ich denke es auch. Das kann ich mir echt nicht vorstellen, Kerstin. Und wenn sie jetzt schnell machen, habe ich Angst, ey. Wenn sie schnell machen, habe ich richtig Angst. Tierarzt im Außendienst, ja, das wäre halt cool, ne? Ich meine, sind immerhin Tiere, ja. Und das hätte auch wieder eine Funktion sein können, wo ihr gesagt hättet, so, ja, okay, schön, schöne Funktion, ist wieder umfangreicher. Und ich glaube, das ist gar nicht so ein Riesending. Grundstücksarten vielleicht, ja, vielleicht, wäre auch gut. Stimmt, sowas wäre schon cool, aber ich hätte mir halt echt noch Gameplay neben den Pferden gewünscht. An sich finde ich Pferde schon gut und umfangreich gestaltet, ja, aber ich verstehe voll dein Feedback. Kolik gibt's auch, ja? Und Castor, Hallöchen! Ah, Carrie, lol, okay. Kasso, hast du einen schönen Start in den Samstag gehabt? Das ist schon schön, dass sie das fressen können, das Präriegras, ne? I was in a dismount to harvest some, but my sim might just get thrown off into the grass. Ja, da holt sie dann so eine Sichel raus. Pass aufs Pferd auf! All right. Oh Gott. Obacht! We'll have them harvest some of that. I think it's a very good thing to harvest this grass. You mentioned the challenge. Obacht! It'll grow everywhere. Horses will feed on it. It's a good thing to collect, as we can see. Eine Western-Band. Wäre auch lustig gewesen, ja. And what to do with that? Well, let me take you over and we will show you a little bit about how we take care of this, these equines. I really like saying that word. Equines? I'm an equestrian. That's right. So fancy.
All right. So Mima, Hallöchen. Und Jackie, Hallöchen. Wir waren heute früh schon schnell einkaufen. Oh, sehr gut. Ich möchte einmal betonen, wie toll ich das finde, dass du kritisch bist, obwohl du teilweise mit EA zusammenarbeitest. Das macht dich nochmal authentischer und Sympathie. Danke dafür. Also, ja, danke für das Kompliment, aber ich muss schon sagen, also das muss man immer sein. Also, und das erwarten auch die Kooperationspartner, würde ich mal sagen. Also klar, wenn ich jetzt zum Beispiel, angenommen, jetzt eine Snacks-Kooperation habe und natürlich mache ich die Kooperation in meinem Fall nur, weil ich auch ein Fan davon bin, aber wenn es jetzt was gibt, wo ich sage, oh, da fällt der Schnitt immer enger aus, dann würde ich euch auch sagen, bitte kauft das nicht, weil da fällt der Schnitt eher aus. Entscheidet euch lieber für dieses Modell. Also ich würde schon auch immer meine Meinung dazu sagen. Und ich glaube, das machen alle Content Creator von EA. Also ich würde das einfach, also ich kenne nur die, die auch kritisch gegenüberstehen. Zum Beispiel unsere Nina, die Simfinity Nina, die ist ja auch so, ne? Also die ist ja ähnlich. Also wir sind sowieso sehr ähnlich. und sie ist auch immer sehr direkt. Also sie sagt immer ihre Meinung. In jeder Review sagt sie ganz klar ihre Meinung. Und das wollt ihr ja auch. Also es bringt ja nichts, dass wir sagen, ja, alles voll geil. Und ich bin ja schon sowieso so, dass ich immer sehr schnell voll begeistert von allem bin. Manchmal brauche ich auch ein bisschen Zeit, um das zu reflektieren, ne? Und ich bin halt generell positiv und das bin ich immer und das werde ich auch immer sein, dass ich halt erstmal alles irgendwie auch schön finde und ich habe halt nie so riesen Erwartungen. Genau, Lil Simsy ist auch immer ganz offen, auf jeden Fall, und das ist auch wichtig, weil nur mit Kritik kann man besser werden und Kritik ist ja nichts Schlimmes. Also je nachdem, wie man es halt äußert. Ich meine, das hat mir vorhin schon mal gesagt, ne, wenn ich jetzt einfach nur sage, ja, ich finde das Pack kacke, ist keinem geholfen. Also ich meine, ich finde es jetzt auch nicht kacke, aber es gibt ein paar Sachen, die ich mir besser wünschen würde und das äußere ich, damit es besser gemacht werden könnte, wenn es jemand hört, der sich dafür interessiert, ne? Und das ist ja auch für euch wichtig. Das heißt nicht, dass ich das Pack nicht trotzdem haben will und auch zeigen werde und auch ein Let's Play damit machen werde. Aber ich finde es halt wichtig, dass ihr wisst, dass es ein paar Sachen gibt, die halt besser hätten umgesetzt werden können. Und das ist ja auch völlig fein. Also das will auch EA, da bin ich mir ganz sicher, dass sie das nicht wollen, dass jeder einfach nur sagt, boah, voll geil, kauft euch alle das Pack und dann ist im Nachhinein die Enttäuschung groß. Damit ist überhaupt keinem geholfen, ne? And you know what? We've got some fun here, so John, I'm gonna have you mount back up, and we're gonna try some. Ja, ich kick dem auf die Halle gleich. Practice on these barrels here. See how well my horse and I can show up. And while our horses hang out, you know what? We've got some horse bed set up over here. Ich würde jetzt gerne noch mal sehen, wie die über so Sachen springen. Das sind dann die Pferdenbetten. Das ist dirty, glaube ich. Kann das dreckig werden? Guck mal, da stand gerade, glaube ich, dirty. Mal nochmal. Oh, ich finde es so stressig, dass man nicht eine halbe Sekunde zurückspulen kann. Here in these stalls, and I will set my sim to start cleaning this up. Dirt, ja. Muss man auch sauber machen. Aber dass sie mir jetzt doch wieder einen Haushaltsplatz wegnehmen, habe ich von Anfang an kritisiert. Es wäre sicherlich kein Problem gewesen, zwei Haushaltsslots dazu zu tun. Großfamilien gehen ja jetzt schon nicht mehr, ja. Das finde ich auch schwierig. Das finde ich auch sehr, sehr schwierig, Kerstin. Sehe ich genauso. Mit den Pfeiltasten? Nö, was? Das ist mir neu. Das ist gut zu wissen, danke. Bin eher ab vier Sims überfordert. Ja, aber ich meine, überleg mal, du hast zwei Pferde, willst du noch ein Kind machen, also eine Baby, dann hast du drei. Dann hast du mal angenommen, jetzt klassisches Familienbild, zwei Erwachsene, ja, und zwei Kinder. Das sind zwei Erwachsene, das sind vier, fünf, sechs, sieben. Dann hast du schon sieben Slots verbraucht. Aber ja, es gibt den MC Command Center, ne? Aber ich denke halt auch immer an die Konsolenspieler bei sowas und die haben dann halt auch Pech, also. Ja, so, I'll definitely say that as we play here, you'll probably see, oh, siehst du mal, wie das. Oh mein Gott, habt ihr es gesehen? Da kam sogar die Zunge raus von dem Pferd. Guck mal. Oh, süß, der hat es richtig genossen. Oh, das ist schon schön. Das ist eine Kleinigkeit. You can clean up yourself, but if you don't want to spend all that time cleaning up and taking care of your horses, feeding them, what are we going to do? Ja, ich werde auf jeden Fall Spaß haben mit dem Pack. Das fühle ich jetzt schon. Ich werde auf jeden Fall Spaß haben und ich freue mich auch total, das mit dem Landhausleben zu integrieren. Ich glaube, das wird mir schon sehr viel Spaß machen. Das wird mir viel Spaß machen.
Oh, da ist Kaka! Ja, zeig mal! Yummy! Pferdekaka! Super! So, der Ranch-Helfer ist von 7 bis 7 da. I'm gonna say that one of my best meetings ever was going in and watching concept art for manure. Er ist ein Ranch-Helfer angerufen. I'm sure Steven remembers that. You can clean this up and store it. I'll say that after my practice, I've started leaving a box out here, so that when I clean it up, because I do want to grow later, I will put it in my box. Ach was. I'll just drag it over there now, and that way I have a poop box. Das ist ja cool. But let's leave these guys in here real quick. Hast du so eine kleine Box, wo du die Sachen reinpacken kannst? Really valuable. So there's even different qualities of poop. Ich denke mal so wie den Butler Ace. Dass man den steuert wie so ein... Ah, da steht er doch schon. Rodriguez. You know, the better you take care of your horse, the better. Du Rodriguez, steht schon an der Tür. Kannst du mal Hallo sagen? Box mit Pferdekacke. Ja, muss ja irgendwo hinmachen. Ob du Rodriguez mal Hallo sagen möchtest? Er läuft hier. Hallo, stopp, Rodriguez, bleib bitte stehen. Du darfst dich noch nicht um Pferde kümmern. Wir müssen dir erst Aufträge erteilen. Moment mal. Vielleicht mag mein Pferd keine Apfel. Okay, mein Pferd mag Apfel. Gut. Rodriguez hat sich erstmal bekannt gemacht mit den Pferden. For us to show off some cool items, you know, just hanging out on the ranch. I'll point out a few things. This cool rocking chair, actually two rocking chairs. This one, this guitar. Let me jam some. And this cool wagon wheel. Gitarre kriegt ihr nur, wenn ihr es bis zum 30. bestellt, genauso wie das Rad da oben und genauso wie den Stuhl. Den Grill finde ich ganz süß, muss ich sagen. Der sieht sweetie aus. Macht es Bäcker bis später. Und Timalini, Hallöchen. Besides this, let's look at some of these other cool items. Yeah, you can cook up food on this new firebox that we have. Er ist schon ein schöner Grill. One of my favorite objects because it's based off. Oh, Hannah, willkommen zurück. Ja, viel trinken am besten, ha? Huh? Und Zombie, Hallöchen. Mir geht's gut, danke schön. Ich hoffe dir auch. We have some new recipes. Steven, you want to like tell us a little bit about that? More recipes, psych. Yeah, I agree with you, Joanne. I love this grill. And yeah, so we can cook up some new foods. Some are inspired by Native American recipes. Neue Gerichte. A nice touch. There's wild night soup, bison stew. And the base game is Three Sisters Chili, which is based on this amazing agricultural concept that Native Americans developed of growing corn, beans and squash, all in the same plot. Oh, okay. Yeah, and people still do that today. It's a really smart way to grow. Yeah. And there's one more thing that we could cook. Oh, yeah, yeah, there's also pan de campo. That's a classic cowboy dish. I have not gotten a chance to try it in real life, but I really want to. Apparently they make it a lot down in Texas. Yeah, and a really nice thing is that Sims, who live here in Chestnut Ridge, will actually bring it over as the housewarming welcome wagon gift instead of the other thing. Yeah. A great way to enjoy some of this food is through our communal events. Let me show you really quickly if I wanted to host one of those events. We have. Ja, das finde ich auch cool, dass die in Chestnut Ridge. Achso, nee, haben die das gerade gesagt oder was? Ich habe gerade gar nicht zugehört, ich habe einfach nur geglotzt. Chestnut Ridge als Willkommensgeschenk Chili bringt statt Obstkuchen, haben sie es gerade gesagt. Das ist ja richtig cool. Genau, das ist das neue Pack, das kommt am 20. raus. Ey, das ist ja nice. Ich hätte dann gern einen modernen Bauernhof mit Wohnhaus von dir gebaut. Das wäre Luxus. Okay, Challenge accepted. Kriegen wir hin. Halt, stopp! Ranch Animal Day. Achso, da kann sie Leute einladen zum Huftiere Hallo sagen. Ja. Und da habe ich mir halt gewünscht, dass man die Kinder zu übernachten dahin schicken kann. In Solani hatten sie ja Tava gebracht in den Schalen. Ah, true. Nee, nicht dieses Schwein? Bringen sie da nicht normalerweise als Willkommensgeschenk dieses... Ah, nee, das ist bei der Essensspende, gell? Okay. Und Jackie, Hallöchen, schön, dass du da bist. Am 20. um 19 Uhr. Und wir machen an dem Tag einen Livestream, weil das mein 4. Jahrestag auf Twitch ist. Und wir schauen uns das dann zusammen im Livestream an. 19 Uhr. Hey, bleib mal ruhig, du. They do that a lot in real life. Go wake up, Tipsy Doodle. Jetzt beim zweiten Mal schauen, finde ich es schon ein bisschen interessanter. Ja, ich glaube, weil man noch nicht so überladen wird, ne? Bloß weil man jetzt in Ruhe nochmal schauen kann. Hey, you're improving. Aber es ist auch ganz wild, dass die Ziegen, wenn man sie kauft, einfach im Inventar landen. Es ist nicht bei, doch, das ist bei Kühe und Lamas auch so, ne? Wenn du die mitnimmst zum Fest. Come on out and we will head on out.
Ich habe mich noch nie so wenig auf ein Pack gefreut wie dieses. Echt? War krass. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch, weil die allgemeine Stimmung so negativ ist. Oh, cool, Dennis. Wer hat sich das mit 19 Uhr überhaupt ausgedacht? Ja, it's America. Das wäre cool, Lulu Marlinchen, ja. Holzstruktur ist göttlich. Ich love it, ey. Ich liebe die Bausachen. Also die Bauobjekte, Fan. Die Welt ist auch sehr schön. Oh. Lots of new ranchers to set up if they want to be a bit further from civilization. This is your perfect spot. There's also plenty to discover for those that choose to make the trek down Hübsch to the geworden. River or around the winding bends. And there's spots such as Steed's Rest or the Dreadhorse Caverns. Excuse me. Again, lots of storytelling to discover and vistas enjoy. Fühlt sich eher nach Gameplay Pack an, ja, voll. Which is what we needed, obviously, ja, for horses. Haben wir auch schon gesagt, Elena. There's waterfalls. Stone bridges. There's something touched around. Bist aber auch nicht so der Tierfan. Okay. As you move through. Na, aber so, was von Schmusekätzchen? Sichi! Sichi! Und ohne Keller, oh? Aber sowas von. Ich werde dann für YouTube auch ein Speedbild machen. Ist für Freitag schon geplant. Habe ich bei den anderen Packs bisher auch gemacht. Kam dann immer am Freitagabend ein Speedbild. Oh, der hat schon wieder ausgetreten. Also die Animation mag ich. Ich finde es richtig süß, wie die laufen, wie die so hoppeln. Es wird ein neues Let's Play kommen, aber auf Twitch. Also ich habe mich dazu entschieden, es nicht für YouTube, also es wird auch auf YouTube natürlich kommen, aber auf dem Stream-Kanal und nicht auf dem Let's Play-Kanal. Also es wird einen Stream geben, ein neues Stream. Es wird eine Feral Ranch Rex Riches Challenge geben, aber die wir auf Twitch spielen und dann auf YouTube hochladen. That's the plan. If you can see, there's plenty of rest spots here. Ja, macht es, Tabea. Viel Erfolg euch. Ich hoffe, es ist schön. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ich bin auf dein Feedback später gespannt, falls du es noch reinschaffst. Yeah, I mean, one of our main taglines was we wanted a big open sky, massive vistas, the fact that you could look forever into the distance. You know, that's part of the beauty and charm of these kind of areas. But it's not just traveling around, you know, there's the ability to do some rail jumping or barrel racing in this area too. So, but all with that majestic view. Yeah, and there's also really great fishing spots out and about. We're just, you know, generally fun locations for your Danke dir, Timalini, das lieb von dir. Sometimes, you know, it might be a bit of a ways to the Es sind auch relativ große Strecken, ne? Die man dann reiten kann. Oh, ein Regenbogen, guck mal! So, welche denn? Lisa Lee und Hallöchen. Ich weiß nicht, welche der Chris gemacht hat. Was ist das für eine Challenge? Ist das für die Pferde Ranch oder was? Davon weiß ich gar nichts. Neuer Pimmibusch, guck mal! Jasminski, wie ist dein Urlaub? Na, du kleine Urlaubsmaus? Wie ist es? This is a great place to stop with your horses. Feed them, head out here and take a dip, swim around a little bit if you see. Regenbogen Einhorn. Ach schön, man kann hier auch schwimmen dann. Süß. Extra fürs Pack gemacht. Achso, nee, habe ich nicht mitbekommen. Also wir machen auch eine Challenge fürs Pack, aber eine kleinere. Wird nur so eine kleinere Rex to Riches. Federal Ranch Rex to Riches. Ja, schön. Die wird dann aber in Kombination mit dem Landhausleben-Pack sein, damit man das Selbstversorger-Thema ein bisschen größer machen kann. Pferde kann man machen und macht wahrscheinlich auch Spaß, aber das alles für 40 Euro, ich weiß ja nicht. Ja. Das ist schon wild, ne? So schön, mein Tag startet mit Yoga und Meditation am Strand. Liebst, jetzt habe ich euch am Pool dabei, Jasmin. Das klingt so wundervoll. Schön. Ja, ich habe heute Morgen schon ganz fleißig deine Stories durchgeklickt. Weiß man schon, ob man auch in anderen Welten reiten kann? Nee, haben sie noch nichts zu gesagt. There's the oak barrel next to the Jasmin, schön. Lovely glass roof on that. It's kind of a reimagined old bank, maybe, or something like that.
going, we can queue up one of our starter homes. Oh, starter home over here. Oh. Yeah, again, this has got a really kind of cute, sehr süß, ja. Auf Twitter wurde gefragt, ob die Pferde in anderen Welten verfügbar sind, aus denen Gurus, und die Gurus haben mit Ja geantwortet. Okay. Ja, das beantwortet mir aber immer noch nicht. Ja, ja. Ich glaube ja, dass man die Pferde genauso wie Hund und Katze auch in anderen Welten haben kann, aber dass die Pferde halt trotzdem auf die Welt beschränkt sind, ne? Weil zum Beispiel in den anderen Welten laufen ja jetzt auch keine Streuner rum oder so. Deswegen glaube ich jetzt, dass die schon drüber nachgedacht haben, dass die Taunis jetzt nicht in jeder Welt Pferde haben, sondern dass die Taunis eher hier Pferde haben. Außer natürlich du, also ich glaube, dass Pferde nicht ohne die Besitzer einfach irgendwo rumrennen. Das wäre halt maximal wild, weil du siehst ja auch eigentlich keinen Hund in anderen Welten rumlaufen. Du siehst Hunde ja nur in Printleton Bay rumlaufen. Ich denke mal, dass sie das mit Pferden genauso handhaben werden. Dass Pferde keine Sims sind, die einfach überall spawnen können, sondern dass Pferde Haustiere sind, die zu Hause bleiben, wenn du, ne? So. Und Babyface, Hallöchen. Kerstin, willkommen im Stream, Hallöchen. Na? So wird's wahrscheinlich sein. Aber stell dich mal vor, du erstellst einen Sim, der in einem Apartment lebt und erstellst dann ein Pferd. Mal sehen, wie sie das mit den Nachbarschaftsgeschichten geregelt haben. Ja. Ich habe auch keine Wildpferde gesehen im Livestream, nee. Aber sie haben mal was davon gesagt, deswegen keine Ahnung. Also man kann wohl, es ist so geil, dass sie jetzt zu spät dahin kommen, ne? Es ist so geil, dass sie zu spät dahin kommen und jetzt nichts mehr machen können. Also man kann ein Pferd kaufen, man kann ein Pferd retten und dann gibt es hier nochmal eine Pferdekauf-Funktion. Spectate Competitions? Heißt das, man kann sich die anschauen? Pferdetraining und Competition. Also wenn man Pferde im Apartment haben kann, drehe ich echt durch. Ja, das darf ja nicht passieren. Doch, Wildpferde gibt es. Haben die schon welche gezeigt? Ja, wobei ich hingegen wieder froh war, dass es überhaupt ein 64x64 Grundstück gibt. Ne? Gezeigt nicht, okay. So you'll want to work on your Spectate skills, klingt wie Wetten. Come here to these competitions with your the horse and rider. And when you start placing these, naja, Linda, das, es gibt ein Grundstücksmerkmal, das du setzen kannst, das auf einem gewissen Grundstück Streuner kommen. Vielleicht hast du das Grundstücksmerkmal gesetzt. You're earning big bucks. You're earning simoleons and you're earning plaques in recognition of your accomplishments and die tanzen. Yeah. Bin etwas enttäuscht, die Ziegen und Schafe kauft man und kommen ins Inventar, hätte ich mir anders vorgestellt. Ja, ist bei Lamas und Kühen aber ähnlich, wenn du mit denen zum Beispiel auf dem Fest im Dorf gehst, im Farmleben-Pack, weil die gehen dann auch in dein Inventar. Die musst du dann auch da aus der Hosentasche wieder rausziehen. Das fand ich auch schon damals komisch. Also Andi meinte eben, dass es wohl Wildpferde geben wird. Werden wir sehen. Ich habe auf jeden Fall keine gesehen bisher. Zumindest, also unter Wildpferde würde ich es halt verstehen, die dann einfach random rumlaufen, so, ne? Wie es bei Sims 3 ja auch war, dass die dann plötzlich einfach an ein Grundstück gekommen sind, aber davon habe ich halt noch nichts gesehen. Ich mal abwarten. Ja, genau, Carrie. Ja, da können sie rein, das ist klar. Das ist ja eine große Türe. Da kann ich mir vorstellen, dass die Pferde reinlatschen können. Genau, das meine ich nämlich auch, dass die nämlich eher vielleicht, also dass sie gar nicht Wildpferde rumrennen, sondern dass man die halt einfach holen kann, ne? Als Pferde retten, die Funktion, genau. Das kann ich mir halt eher vorstellen. Und Astrid, danke schön für deinen Follow. Willkommen im Stream, Hallöchen. Ja, das ist korrekt, Ace, ne? Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ja, die Decken. Schön. Gibt jetzt Decken, Leute. Base Game Update. Stars.
I also like coming here to, let me. Ja, Mods wird es bestimmt richtig. Ah ja, guck mal, man kann. Ah nee. Mods wird es bestimmt richtig coole geben. Das kann ich mir vorstellen, Andi. Und an, hallöchen, wie geht's dir? These ones you can actually ride through. Let me put your sim back up, because I think the best way to make an entrance is to ride right into the dance hall. There we go. You backing up. I will say, hats off to our team again, our horse. Ja, ja, die Pancakes, ne? Und Langgrab, ja, ja. Und Grusel auch, ne? Stehen sie alle da und dancen. Ariana, hallöchen. Anbinden? Ich glaube nicht, nee. Haben sie auch nichts gezeigt von. Aber dass das Pferd hier rein kann, ne, klar. Aber ich denke, dass man auch wieder auf die Türen klicken kann und sagen kann, dass das Pferd da nicht durchkommt. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Play the piano, hang out, socialize. Bella, vor allem, sieht lustig aus. Mm. Meet your ranch hand in their off time, yeah. Turn that off time into some hot time. we got a great nectar bar in there. But speaking of nectar, let's head back to the ranch. There's some cool new things to add there. I was gonna, again, ich finde den Tanz auch irgendwie ein bisschen general store, but I think I also missed that. Spent too much time riding. Great place to stop, to get things. Ich brauche eine Pipi-Pause, Leute. Ich muss super dringend pieseln. Ich gehe einmal ganz schnell, okay? Ich bin sofort wieder da. Naja. Musik wieder aus. Well, I was gonna do them from the board, but yeah. Board works. We gave you all a lot of options. The phone. A phone, yes. So, ab nach Hause. Computer probably. Actually, so I don't have to run. Let's buy those from the phone. So, was macht er am Telefon? Buy some mini goats and sheep. We have so many. Ja, du kannst du mal nicht so schnell machen, Boy. Buy some mini goats and sheep. We have. Okay, rescue horse. Für 250 Simoleons kannst du ein Pferd bekommen. Oder für 1000 Simoleons ein Pferd. Ein Pferd verkaufen oder Mini-Ziegen und Mini-Schafe holen. Mhm. Okay, die sind schon bunt im Verkauf, okay. Warte mal, wieso kostet das eine? Moment mal, bitte. Da, Moment. Mhm. Okay, Moment. Kann ich mir mal sagen, warum sich Haargummis immer Luft auflösen? I don't know. Wieso kostet dieses eine Schaf 2000 Simoleons? Wieso kostet dieses Schaf 400 Simoleons? Was macht das Schaf besser als dieses Schaf? Colors, look at that black sheep. So. Wonder why. Yeah. Let's get a few of these. Let's get a wild. Sagt er gerade, I wonder why, und sie sagt, ja, yeah, I wonder why. Wissen sie es nicht oder wollen sie es nicht sagen? Also. Let's get a pink sheep, of course, that's good. You can buy as many as you want, obviously. Also ich hoffe, dass das ein, wir wissen es natürlich, aber wir verraten es noch nicht ist. Vielleicht bestimmte Eigenschaften. Oh, you know what, I'll have you go in here and put the horse mm-hmm. All right, let's place these sheep in the world and goats. Oh, so cute. So happy. Das sind schon süß. Ich mag die kleinen. Die sind so knuddelig. Collies over here. Put another one down. Macht es, Ace. Viel Spaß. Die haben einen wundervollen Tag. Do I have things that I need to take care of here? Die sind schon süß, ey. Oh, der ist direkt Schlafi gegangen. Oh, ist ja auch schon spät. Oh, der andere muss auch Schlafi, weil es so spät ist. And they're immediately gonna go to sleep. My needy horse is coming out to say hi to them. I wonder if I didn't get a mean horse, so I don't think he's going to. Yeah, he's quite friendly. But in this case, maybe you can wake them up. Call over them. Die sind schon sehr süß. Let's give them some names here. Let's name. We'll just go with their default names, because some of these are... Von dem viel Spaß und have fun. Das ist super. Das ist wie, no trust, no fun. Yeah. Nice, nice. Fancy. Oh,
sounds fancy. So again, a lot of nice social ones talk neural cravings. Okay. Milk for Simoleons 22. Lots of different kinds of socializing you can do with them. All they ask kann mit denen quatschen und so. Love and care. Keep them clean. Oh yeah. There's feeding, cleaning. They will get stinky, but yeah. Thankfully we have a ranch hand. I don't think we will see that here today. Yeah. We'll see. Warte mal ganz kurz, wieso ist eigentlich der Rancher noch da? Es ist doch schon nach 7 Uhr. Fragen wir uns jetzt auch mal nett, ne? Ich glaube, dann sind die wie diese kleinen Hasen, oder? Die bei der Gartenarbeit helfen können. Süß. Nett aufwecken, lass dich schlafen, Mann! Das ist nett. Feeds into the whole cooking recipe system. Sie sind doch müde! For the milk. All right. Yeah, so a little bit of a cross-pack there. Oh, wie die Hoppe! Oh, das ist so süß! Yeah, they eat weeds and bugs, so they're just good to have around. Ist das jetzt ein Schaf oder eine Ziege? So sleepy. I'm tempted to, like, sleep. Hat er jetzt ein Schaf geschoren oder eine Ziege geschoren? Lena, Hallöchen! Verstehe ich nicht. Ist das jetzt eine Ziege? Ich kann nicht so schnell gucken, wie der macht. Mach einfach eine Farm. Süß! Why did I do it all over? Ja, lass es halt schlafen, es ist 1 Uhr morgens. Socialize, there we go. Before he wakes up, or before he falls asleep. Ja, ne, die geben Milch, also war es ein Schaf. I actually like that if your sim can't sleep, one of the. Der hat das Ziegeding geärgert. Jetzt ist sie sauer, guck! It's great. But. Richtig so. Also ich könnte mir jetzt halt schon vorstellen, überlegt euch mal, du hast so Chickens, du hast die kleinen Hasen, du hast vielleicht ein Lama und ein Pferd. Das ist schon schön, glaube ich. Ich glaube, das wird richtig, richtig toll, auch gerade so selbstversorgermäßig. Also ich glaube, dass dieses Pack in Kombination mit dem Funpack extrem stark wird und es echt viel Spaß macht. Was ich auch schön finde, beziehungsweise, ja, ich finde es halt cool, dass es diesen Ranch-Helfer gibt, der aber komischerweise immer noch da ist, obwohl nach 7 Uhr ist, also das wirkt mir ein bisschen buggy. Aber ich frage mich halt, ob das funktioniert, dass er sich auch um die anderen Farmtiere kümmert. Und da sehe ich dem Ganzen ein bisschen kritisch gegenüber. Ich habe Angst, dass er sich nicht um das Lama kümmert und nicht um die Kuh. Und das fände ich dann richtig kacke. Oder auch um die Chickens. Weil wenn ich einen Ranch-Helfer einstelle, dann möchte ich auch, dass er sich um die anderen Tiere kümmert. Und wenn das nicht geht, dann kriegt das Pack leider noch einen Punktabzug. Weil das fände ich echt doof. So. Ja. Finja, Hallöchen. So, jetzt aber, ne? Ich habe eine Frage an die Sandra. Wann kommt das neue Erweiterungspack? Sträuchi, Hallöchen. Es kommt am 20. raus. Pferde kommunizieren über die Ohren. Habe ich gerade nicht gesehen. Ziegen und Schafe hält man halt auch beim Landhausleben einbauen können. Ja, es ist halt... Genau, aber dann... Also dann wäre halt das Pferdepack halt noch weniger, ne? Das wäre halt auch kritisch. Meinst du? Weiß ich nicht. Die werden nicht größer, ne? Deswegen, die heißen ja schon Babyziegen und Babyschafe. Die werden, die bleiben so. Was ich aber okay finde... Aber hätte man die halt noch paaren können und die Babys dann auch weiterzüchten können, dann wäre das wieder ein Pluspunkt für das Pack gewesen. Also Berufe hat man nichts mitgekriegt. Ja, genau, sie heißen Zwergziegen und Zwergschafe. Trotzdem hätte ich's, wäre nochmal ein Pluspunkt gewesen fürs Gameplay, wenn die auch hätten Babys bekommen können. Das züchten wäre auch wieder ein Pluspunkt gewesen. Nektarherstellung. Although my sim is not fantastic. What are you intersecting? Is there a sheep? We'll go over here. Ja, das erkennt der Sims Girl, aber du kannst halt, wenn du Mods über CurseForge reinlädst, kann er das nur in den ersten Ordner schieben. Nektar. So I'm gonna make some fruit nectar. You're gonna
Das finde ich auch irgendwie ganz cool. Vor allem, dass der Nektar ja wohl auch reifen muss, um besser zu werden. Dann würde ich auch so einen riesen Weinkeller und sowas mir vorstellen können. Finde ich schon schön. Machen das jetzt beide oder was? Ein Weinimperium, ja. Das ist richtig cool. Ja, Zombie voll. Nimm Insasse mit. Nee, warte mal. Oh, da musst du mal gucken, Sumima. Insasse und Therapie, ich glaube, die gehören sogar zusammen. Ich glaube, du musst erst Therapie und dann Insasse lesen, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, die gehören zusammen. Bin mir aber nicht zu 100% sicher. Aber irgendwas war mit Therapie. Ich glaube, irgendwas hängt damit zusammen mit dem Buch. But there's a lot of recipes, right, Joanna? Yeah, like it taps into all the things that you can grow. Okay, der hat jetzt eine Flasche hergestellt. Ist im Notizbuch mit vermerkt. Trash Nectar. Trash Nectar, ganz furchtbar. Game packs like Vampires, Werewolves or Bone Magic, those special occult sims each have a special nectar that they can make too. Yeah. I'm actually gonna put down one of my favorite storage items here. Ja, sieht sehr schön aus. Vor allem, das ist auch wieder snapbar, schaut mal. Bruder, du hast kein Geld mehr. So, this is a great place oh, wow. To store your nectar. Gut, er hat wieder Geld. I'm gonna open that. I'll just, Und Clary, Hallöchen. Oh, there we go. I just wondered why I didn't have any bottle. Voll Babyface, ja. Oh, guck mal, der kuschelt mit dem Schaf da hinten. Tschüss. Ich will auch mit dem Schaf kuscheln. Ich will jetzt auch mit dem Schaf kuscheln jetzt. Richtig teuer verkaufen, am besten über Plopsi. Oder mit einem eigenen Hofladen, Garagenverkauf, wie nice. Ja, ich glaube, das geht ja dann wieder nur in Kombination mit dem Großstadtleben, ne? Mit dem Verkaufstisch, oder? Weil da habe ich jetzt auch noch nichts mitgekriegt, dass man irgendwie so einen kleinen Hofladen machen kann. Verstehe ich halt auch nicht. Ne? So einen Hofladen, wir hätten sie auch mit reinnehmen können. Wäre ja auch nicht schwer gewesen. Naja. Und Steph Sims, willkommen im Stream. Hallöchen, ich hoffe, dir geht's gut. Ja, das ist echt cool, Kerstin, das stimmt. Man braucht halt Packs. Hm. Mal wieder. Wie sie da läuft mit ihrem Gläschen, süß. Some of the sentiments are funny. I think we have one about seeing your loved one. Ach Leute, ja ja. Und jetzt not that, willkommen auch an dich und danke für deinen Follow. More of these items. Yeah, all those bets. I'm gonna delete some stuff. And Jonah, why don't you tell us about one of your favorite items in this game? Yeah, the ranch sign. So we've got two ranch signs. Mal gespannt. Vielleicht gibt's da noch Stimmungen und du kannst deinen Angebeteten mit einem Glas Romantikwein verwöhnen und er sich verlieben. Wäre genial. Haben die das nicht sogar im Gameplay-Trailer ein bisschen gezeigt, dass es verschiedene Stimmungen von den verschiedenen Weinen gibt? Ich glaube, die haben es im Gameplay-Trailer gezeigt. Dass man irgendwie eine romantische Stimmung bekommen kann oder sowas. Man kann sich ja damit auch wiederbeleben, scheinbar. Bisschen angedeutet. Das finde ich ganz cool, dass man das ein bisschen customizen kann, das Schild. Ja, ich weiß es nicht, Sumima. Also Therapie kam ja auf jeden Fall vor Insasse raus, vielleicht liest du trotzdem erstmal Therapie. Irgendwas hing miteinander zusammen. Ich weiß es aber nicht mehr. Kann es dir gerade nicht sagen. Lies trotzdem erstmal Therapie. Like temperament or jumping endurance. Yeah, you can unlock more signs for that. So you can totally make this whole thing show up all your flair. I think I might be getting a little bit overzealous here. Das meine ich ja mit dem chaotischen Livestream. Das ist halt sehr chaotisch. A lot of the cool deco that we do have. Ja, ich glaube, die beiden gehören auch zusammen, ja. Yeah, thanks, George. Yeah, we have so much customization. It was one of the big things we noticed is that, you know, your ranch sign pretty much defines and broadcasts the personality of that ranch. So we wanted to make sure that players had plenty of opportunity to do that. We've got
Ich mag das Holz total gerne. Das sieht so klasse aus. Das ist halt ein bisschen Alpha-CC-mäßig, das Holz. So ist die Qualität eigentlich so schlecht. Gut. Okay. Ich arbeite ja mit EA zusammen, Zombie. Das heißt, ich muss es nicht vorbestellen. Gerade mit dem Ex von Marcel und so, mit Romy. Oh ja, ja, ja. Das macht sehr viel Spaß, das Let's Play. Ja, macht es, Mini. Viel Erfolg dir. Jetzt haben sie Tag gemacht. Das sind Teppiche. Nice floor pieces. We got a lot of great patterns there as well. But we've also included, I won't build it out here, but we have a full kitchen set, right, Steven? Er wollte auf keinen Fall einen Teppich an die Wand hängen. Our players love kitchens, and it's always fun. Schöne Küche. Ich mag das Holz so gern. Also bautechnisch finde ich es Pack toll. Also ich freue mich jetzt schon darauf, eine Farm zu bauen, muss ich ehrlich sagen. Love it, ey. Bin richtiger Fan von den ganzen Bauobjekten. Auch die Decke, guck mal, was das ausmacht in der View gerade. And one of the things that I'm actually in right now, which you might have noticed, is I'm actually in free camp mode, which is. Ja, Linda, ich weiß gar nicht, ob wirklich ein Zusammenhang besteht. Irgendwie habe ich was im Kopf, aber kann auch ein anderes Buch in Kombination gewesen sein. Möbel sind ja richtig geil. Mhm. Ich auch, habe schon so viele neue Bauideen. Ja, ich auch. Ich habe mir schon, gestern habe ich mich schon vorbereitet für das People, das ich erst nächste Woche Freitag mache. Und habe mir schon Inspirationen rausgesucht, weil es so schöne Sachen einfach gibt in dem Pack. Objekt und K ist echt mega. Welt ist wie immer. Mega. Mhm. Also gerade Bauobjekte finde ich auch wieder richtig klasse. Aber ich liebe es halt auch zu bauen, ne? Man kann im Baumodus jetzt auch mit Tab schauen, wie in der Toolmod. Echt? Nicht mehr nur, wenn ein Sim drauf ist, auf dem Grundstück? Das ist ja cool. Das finde ich nice. Voll. Mal so spontan auch, Andi, ne? Gut, wir haben meistens ja eh die Mod drin, aber schon cool. Und Mondkralle, Hallöchen! Ja. Süß mit dem Wölkchen. Ja, das ist ein Base-Game-Feature, Sims Girl. Aber diese Wolkentapete zum Beispiel, die kommen natürlich nur, wenn ihr auch, also, ne? Kennen wir uns ja aus. Nur mit dem Pack. Aber ihr könnt dann zum Beispiel Holzdecken und sowas machen. Ja, ich dachte, Kerstin, dass die mich sehr stark an das Kitchen-Set erinnert, das es schon gibt. Da habe ich sie wiedererkannt. Das Kitchen-Set. Und da dachte ich auch im Trailer erst, oh mein Gott, das sieht ja genauso aus wie die Küche aus dem Kitchen-Set. Aber durch die Swatches ist sie schon nochmal ein bisschen individueller. Es gibt ganz viele verschiedene Swatches, die sehr schön passen, hat man gesehen. Die Dusche im Haus. Mhm. Ich kann mal gucken. Haben Sie sie gerade kurz gezeigt? Gut. Genau, ihr könnt es dann praktisch so machen, dass ihr, also man sieht es jetzt gerade, ne? Das ist ja oben drüber, ist ja nur Dach. Das heißt, du gehst ganz nach oben, kannst die Decke von oben einfärben. Du kannst sie auch von unten einfärben. Aber du, in der Regel färbst du die von oben ein. Und wenn du jetzt noch einen Raum drauf machst, also es gibt ja hier unten, ihr seht das ja, ne? Es gibt ja dann die Deckenvariante und die Bodenvariante. Und du siehst das ja. Du kannst ja dann einfach die Decke anklicken, dann färbt er nur die Decke ein. Und wenn du wieder auf Boden gehst, färbt er dann den Boden ein. Also das wird relativ intuitiv sein dann, wenn ihr es macht. Kann ich mir vorstellen. Jetzt auf jeden Fall die Decke. Und wenn du jetzt einen Boden hast, kannst du dann einfach auf den Boden switchen, sozusagen. Ja, das siehst du auch, das ist ein bisschen flacher. Und dann gibt es nochmal so einen Zwischenboden.
But let's look at that nighttime one, as you see. You got the stars going in. Christina, damit ist gemeint, dass in der ersten Generation zum Beispiel sammelst du ja die Mondbilder, also die Universumsbilder, und du darfst jetzt nicht dein Geld verdienen, indem du zum Beispiel auch Frösche sammelst und verkaufst. Das ist nicht das, was in der Challenge relevant ist. Jede Generation hat sein eigenes Sammelobjekt, und durch Frösche reich werden ist in der ersten Generation zum Beispiel total verboten, weil, ne, wenn du jetzt aus Versehen einen Frosch bekommst, weil du irgendwie, keine Ahnung, durch Zufall ein Geschenk bekommst, dann ist es in Ordnung, dann darfst du den verkaufen, aber sonst nicht bewusst irgendwelche anderen Sammelobjekte anfangen zu sammeln in der Challenge. See that? Mm-hmm. Genau, so Mima, ja. Let's see. Let's see. I think there's also a door for base game. Macht es, Nizzy, ganz viel Spaß dir. Okay, tschüss. Was macht dann jetzt? Yeah, so let me build and show you off some of those doors. So we have, we've got a number of normal doors. You can basically make all kinds of horse stalls in here, right? And our horses can go through all of these. I sort of mentioned that before. But if you go up to Mimi, Hallöchen, und Flizinchen, Hallöchen. Das Holz ist so schön. You even have some ones that you can see here. It says mounted horse accessible. And ride on through. Because we know you're going to make barns. And we know that you want to ride your horse through the barn. So you can go ahead and set that up. Let me show you some of the wall patterns real quick we have. Sure, sure. Go. Let's get on. All my horses are sleeping, but we'll try. Love it. Steam Deck nur für Sims. Also, Zombie, ja. Also, der Infi hat jetzt das Steam Deck und es macht schon auf jeden Fall Spaß, damit zu spielen. Ist eine bisher die beste Handheld-Konsole, die ich ausprobiert habe. Was war das jetzt für ein Switch? Also, die beste Handheld-Konsole, die ich bisher ausprobiert habe. Sims zum Beispiel ist halt schwierig, da drauf zu spielen, finde ich, von der Steuerung. Klar, ohne Mods dann halt. Aber es ist auf jeden Fall cool. Es ist sehr viel komfortabler und besser als auf der Switch. Cookiehead, Hallöchen, willkommen zurück. Pferde kommen nicht durch niedrige Türen, finde ich gut. Wenn man sich das Pack vorbestellt hat, darf man nur 3 Tage vorher... Hi, wenn man sich das Pack vorbestellt hat, darf man da 3 Tage vor dem Release spielen. Chaosfrau, willkommen im Stream. Also das Pack vorbestellen geht bis zum 30. August. Und die nennen das Vorbestellen, aber das Einzige, was du bekommst 3 Zusatzobjekte. Aber das Pack wird trotz Vorbestellung auch erst am Donnerstag, den 20. um 19 Uhr, released. Für alle. Also mit dem Vorbesteller... Wenn du vorbestellst, bekommst du nur 3 Objekte gratis sozusagen. Das ist der einzige Vorteil, den du als Vorbesteller dann hast. Müsste alles in den Regeln stehen, Elena. Und wenn du das erledigt hast, musst du eigentlich, also müsstest du kein weiteres angeben. Pre-Release wäre echt spannend, wenn sie das machen würden. Yep. Aber nö. Genau. Ja. Ja, gerne, Chaosfrau. Die sind schon süß, die kleinen Chevys, ne? How kids ride in this world. Ja, zeig mal. Horses are taught to mount. You want to tell us a little bit about that? Yeah, you can see there's kind of a height difference, so the horse is gonna help out a little bit in... Und Sims Kind, Hallöchen. Oh, the horses are so nice. Das ist schon süß, ey. Yeah, Riley's first time on a horse too. Oh, way to go. Yeah, so now Riley can this is pink to shop. Work on riding skill early as a kid. Yeah. Become the rancher of the future. NBR. Und Anu, Hallöchen. Oh shoot, willkommen zurück. That's right. Wartet mal ganz kurz. Das gibt Motorik-Skills. Ach, cool. That's right. That's right. Well, thank you everybody so much for joining us, hanging out with us, letting us tell you about this pack that we're honestly so excited about. The game comes out on July 20th, and it's available for pre-order now. And we hope to see you all having fun and making horses very, very soon. Thank you. We're all so excited for you to play. See you next time. Dag, dag. Thanks, Joanna. Thanks, George. Bye for now.
Naja, okay. Okay, wir machen mal eine Abstimmung. Ich will mal ganz, ganz neugierig wissen, wie es denn jetzt bei euch aussieht. Ihr auf YouTube dürft gerne in die Kommentare schreiben, was euer Fazit zu dem Pack bis hierhin ist, bis es released wurde. Weil nach dem Release ist eure Meinung dann vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Ich wüsste jetzt gerne mal eure Meinung. Ich mache mal kurz eine Abstimmung. So. Wir machen mal eine Abstimmung. Wir machen jetzt eine Abstimmung. Was sagst du zum Pferd Ranch? Dankeschön, Belly, für deine 4 Monate. Danke für deinen Prime Resub. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank dir. Guten Morgen. Alles gut? Ist vorbestellt. Ich kaufe es mir. Leute! Also, ist vorbestellt. Ich überlege noch. Wenn es im Angebot ist. Ich kaufe es erstmal nicht. Nee, das ist ja, ich überlege noch. Ich kaufe es definitiv. Tief nicht. Okay. Ich bin gespannt. Ihr habt, ist vorbestellt. Ich überlege noch, wenn es im Angebot ist, ich kaufe es definitiv nicht, okay? Wer war das, Sandras Vorstellung? Ihr Süßen, ey. Veriana, Hallöchen. So, ihr könnt mal abstimmen. Und ich blende das für YouTube natürlich auch ein, weil es ja auch immer spannend ist zu sehen, wie so die allgemeine Stimmung ist. Ah, warte mal, wo ist denn das jetzt? Vorhersage? Oh. Mann. Das ist jetzt schon wieder. Ah ja. So, Leute. Da ist die allgemeine Stimmung. Von Twitch. Okay, 48 Personen haben es schon vorbestellt, 25 überlegen noch, 40, wenn es im Angebot ist, und 7 kaufen es definitiv nicht. Ich bin halt bis 15 Uhr da, Ina. Isa, ja, true. Ja, die Items finde ich auch sehr, sehr schön. Wenn Lohn auf meinem Konto ist, verstehe ich. Und Alisa, Hallöchen. Schön, dass du auch da bist. Ja, also die Items schon mega. Okay. Ja, ich bin mal gespannt, was die Meinung so von euch auf YouTube ist. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Bin mal gespannt. Ich bin so gebrandmarkt vom Hochzeitspack, dass ich jetzt immer warte. Okay, das ist die Entscheidung. Sims Girl, Dankeschön für den Verschenksab an Nina und an Mrs. Jessie. Vielen, vielen Dank auch an dich für deinen Support. Dankeschön nochmal. Wartet mal ganz kurz, ihr Lieben. Also, Entscheidung ist, also viele haben es jetzt schon vorbestellt. Ich bin mal gespannt, wie es wird, wenn wir jetzt am 20. dann on-stream nochmal spielen. Und ich würde jetzt... Okay, Moment. Also, vielen Dank an alle, die jetzt dieses Video über YouTube geschaut haben. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch dadurch auch nochmal ein bisschen Einblicke geben. Wie gesagt, den Livestream könnt ihr auf EA direkt nachschauen, also auf The Sims auf YouTube, dort zu finden. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, auf YouTube. Auf Wiedersehen und tschüssli. Bye, bye.